Hey liebe Leute und willkommen zurück zu Let's Play Disney's Toy Story 2 Buzz Lightyear to the Rescue für die PS1 auf der PlayStation 5. Im letzten Part haben wir die Airport Infiltration und The Evil Emperor Zurich gemacht und in Al's Toy Barn noch den letzten Pizza Planet Token geholt. Wir haben jetzt 45. Heißt, mit dem 5 in dem Level wären es dann 50. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier schon der finale Part ist. Ihr seht es wahrscheinlich im Titel. Das ist allerdings nur so mein Wissen von eben, wie der Film so verläuft, weil da war das ja dann jetzt langsam so das Ende. Aber mal gucken. Ansonsten würde ich sagen, spätestens der nächste Part. Mal gucken, wie lange das Level dauert und was danach noch kommt. Ich könnte mir vorstellen, dass es noch einen Endboss gibt, aber mal schauen. Dadurch, dass es ein Videospiel ist. Aber liebe Leute, beginnen wir das nächste Level, Tarmac Trouble. Also quasi Gefahr auf der Dings-Landebahn. Weiß nicht, ob Tarmac wirklich Landebahn heißt, aber da sind wir zumindest. Oh yeah. Voll cool. Voll cool. Okay, wir beginnen natürlich erstmal wieder damit, wie immer, 50 Münzen zu sammeln. Und möglichst viel den Gegnern abzuziehen. Nach wie vor, die haben so viel HP und schießen so schnell, machen so viel Schaden. Da waren auch gerade wieder irgendwelche Boots. Wahrscheinlich wird in dem Level, auch jetzt wo wir alle Power-Ups haben, einfach nochmal alles von einem abverlangt. Könnte ich mir vorstellen. Au. Was bist du? Bist du ein Gegner? Nee. Aha, du bist die Sammelquest. Die Green Luggages. Ja, das ergibt Sinn, weil, Jesse und Woody, glaube ich, auch. Bin ich mir gar nicht sicher. Aber mindestens Jesse, ich glaube nur Jesse in dem Fall, ist in einem grünen Koffer gefangen. Was sind das hier? Das sind Rocket Boots. Okay, warum? Oh Gott, Gegner, Schaden. Hi. Hi, Buzz. Ich habe 5 Stücken Koffer verloren. Wenn du sie mir bringen kannst, dann gebe ich dir einen Pizza Planet Token. Alles klar. Merken wir uns, hier ist quasi die Sammelquest. Das wäre dann Pizza Planet Token Nummer 1. Wie das Flugzeug hier jetzt auch einfach im Kreis fährt, sehr, sehr interessant. Das ist ein sehr offenes Level, aber dadurch auch recht überschaubar. Ich will das nicht, kann ich hier raus? Danke. Warum auch immer hier wieder überall dieses Gift ist. Keine Ahnung, was der Flughafen hier am Liegen ist. Ich wollte doch gerade sagen, hier bin ich doch gerade irgendwo noch an einer Münze vorbeigeslidet. Die wollen wir haben. Alle Münzen zu uns. Jede Münze zählt. 50 brauchen wir, wie immer. Vermutlich. Okay, kann ich auf das Auto hoch? Nein. Zumindest nicht so. Ach, das ist der Wagen, mit dem die im Film dann am Ende wieder nach Hause gefahren sind. Auch sweet. Oh, hey, Rex. Ja, ich würde gern zu dir hochkommen, aber irgendwie ist es zu hoch. Sind das hier? Ne, das sind doch auch wieder Rocket Boots. Boah, und jetzt willst du mich hier eine Münze im Gift aufheben. Ja, danke, Alter, macht das viel Schaden. Crazy Lead übrigens. Es schreit nach finalem Level eigentlich, aber naja. Okay, hey Kumpel. Speak with Rex in every level here, PSA. Ah ja. There's a token being carried by the helicopter. Signal the helicopter to land by solving the lights puzzle in Zone 1. You can use a zipline at the end of this trolley to reach the puzzle area. Okay, das ist also das Rätselding. Den Helikopter haben wir ja schon gesehen da oben, genau. Aber wie komme ich hier hoch? Ah ja. Na, so schon mal nicht. Da rewinden wir mal fix. So. Okay, hier komme ich also zum... Ach du Scheiße. Moment, das machen wir sofort. Erstmal ganz kurz hier hoch, Münzen sammeln. Danach gucken wir uns das einmal an. Dieses Rätsel, aber hier sind einige Münzen noch am Stissel. Hier liegt noch HP, aber ich habe Angst, dass ich da wieder runterfall, wenn ich das aufsammle. Ah ja, und da ist der Pizza Planet Token. Okay. Holen wir uns gerne sofort. Aber erstmal die Münzen. Guck mal, fast die Hälfte der Münzen haben wir schon. Das ist doch tippitoppi. Und ich glaube, wir sind gerade mal durch die Hälfte des Flughafens, der Landebahn gegangen. Okay, was sagst du mir? Benutze die Knöpfe, um die untere Reihe der Lichter zu verändern und die sollte dann mit denen der oberen Reihe übereinstimmen. Okay. Ah ja, okay, es ist wieder sowas.
Ja, aber ist es nicht dann jetzt schon gelöst? Ach so, nee, ah. Ah, das macht rot an und blau aus. Moment. Grün an und gelb aus. Ich will ja rot an und blau aus, so. Ach nee, aber gelb ist jetzt auch, ne? Fuck. Dann so. War das schon alles? Okay, krass, nicht mal irgendwie mehrere Stufen, das war es einfach schon. Okay. Oder ich habe einfach, ohne es zu wissen, vorher schon dreimal die richtige Kombination gehabt. Irgendwie nicht ganz wahrgenommen. Egal. Danke, Helikopter, fürs Landen oder fast Landen. Ich nehme dir den Token gern ab. Heli Helper, solve the puzzle to make the helicopter land. Okay. So, das war Nummer 1 von 5. Gehen wir weiter. Ich würde mal hier aber beim Trolley nochmal weitergehen, bevor wir hier noch irgendwelche Sachen verpassen. Indem wir schon vorausspringen. Den Gegner haben wir schon getötet, der kann mich mal im Arsch lecken. So. Zone 1. In die Mitte würde ich mal als letztes gehen. Wir gehen erstmal einmal komplett diesen Kreis hier drumherum, damit wir auch ja nichts verpassen. Irgendwo müssen ja auch noch 4 Gepäckstücke sein. Also vermutlich grüne Koffer. Oh, der trifft mich. So. Aber cool, dass hier überall diese Rocket Boots sind, damit, wenn man wirklich nur von Zone zu Zone möchte, schnell wieder vorankommt. Ich glaube nicht, dass sie für irgendwelche Rätselslösungen sind, sondern legit einfach, um schnell voranzukommen, weil das Level eben doch sehr weitläufig ist. Das finde ich daher sehr löblich und sehr cool. Mitgedachtes Quality of Life Game Design und das schon zu PS1-Zeiten. Nice. Okay. Hier sind jetzt aber Hoverboots. Wofür könnte ich die... Ah, shit. Wofür könnte ich die gebrauchen? Oh. Ey, gib mir die Münze. Oh, einfach rote HP schon. Eieiei. Okay, wofür könnte ich hier Hoverboots gebrauchen? Oder sind das überhaupt Hoverboots? Ne, das sind auch Rocket Boots. Ja. Sorry, nevermind. Hatten wir dich schon? Nein, sehr gut. Okay, noch 17 Münzen. Das sollten wir auf alle Fälle easy hinbekommen. Gerade so viele Gegner, wie hier überall sind. Oh, shit. Da. Hier über mir ist auf jeden Fall irgendwas von Interest. Ich glaube, ich habe da gerade ein Gepäckstück gesehen. Es kann aber auch ein Gegner gewesen sein. Ich bin mir nicht 100% sicher. Zwei Schlangen, 2 Münzen. Danke. Die Frage ist, wie zur Hölle komme ich da denn jetzt hoch? Wahrscheinlich von da drüben. Nur wie komme ich da drüben hoch? Moment mal. War da überhaupt wirklich was drauf? Es sah mir gerade ehrlich gesagt schon so aus. Ich bin mal ganz kurz in dem Bereich hier noch bis, vielleicht hier bis Zone 4 ungefähr. Mal ganz kurz die Münzen noch sammeln. So. Oder merken wir uns Zone 5? Oh, hier ist Herm. Da fehlen mir noch 7 Münzen. Moment. Dann mache ich vielleicht doch kurz die Runde noch fertig, weil dann kriegen wir doch safe die 7 fehlenden Münzen noch zusammen, oder? Und dann können wir Herm einfach schon mal abhaken. So, bei 3 haben wir, glaube ich, angefangen, oder? Oder haben wir bei 4 angefangen? Moment. Wir haben apparently bei 4 angefangen. Okay, dann kriegen wir Herm noch nicht zusammen. Sorry, Bro. Aber merken wir uns, Herm ist bei Zone 5. Aber jetzt ist trotzdem die Frage, wie komme ich da hoch auf dieses grüne Ding? Muss ich da überhaupt hoch? War da wirklich was oder habe ich mir das gerade eingebildet? An der Seite hochklettern ist nicht drinnen. Das führt mich anscheinend nur zu einem Extra-Leben, oder? Hatte ich nicht... Ne, da oben... Genau, da oben ist ein Gepäckstück. Okay, wie zur Hölle komme ich da hoch? What the fuck? Würde mich jetzt nicht wundern, wenn irgendwie so von hier oben... Aber wie komme ich hier hoch? Vielleicht mit dem Flugzeug? Dass ich auf dessen... Flügel... Okay, wir gehen einfach mal in die Mitte erstmal. Weil hier haben wir uns auf jeden Fall noch nicht umgesehen, ne? Hier sind, ne, auch wieder nur Rocket Boots. Noch 2 Münzen. Dann können wir auch eigentlich erstmal zurück zu Gate 5 gehen. Oh, hey, Kumpel. So. Münze Nummer 50. Ab zurück zu Herm. Machen wir das erstmal einfach, damit es abgehakt ist. Und das ist dann Nummer 2
von 5? Oder ist es schon Nummer 3? Ne, ist Nummer 2, ne? Ich hatte den Heli. Ich glaube, das war's. Oh, da liegt sogar noch eine Münze bei ihm. Ah, oh, nice gemacht. Hier ist dein Pizza Planet Token. Dankeschön. Ja, Geld und Rätsel haben wir damit. Sammel fehlt uns noch, Boss fehlt uns noch und Zeit. Okay. Der Boss wird wahrscheinlich entweder auf dem Flugzeug oder komplett in der Mitte sein, könnte ich mir vorstellen. Hier auf dem Ding in der Mitte könnte ich mir vorstellen, dass hier dieses Zeitsammelding ist. Da habe ich Schaden bekommen. Oh, holy shit. Das Grün hier macht mir auch Schaden. Ich dachte, es wäre eine Grasfläche. Da ist, da ist der, wie so Skippy, Slippy. Hi. Hey, Buzz. Wenn du das Ende dieses Sprungrätsels, ohne Springen. Oder den grünen Slime. Oh, what the fuck. Oh, das klingt nicht cool. Aber das klingt wie was, wo ich zumindest die Rewind-Funktion sehr gut nutzen kann. Ich habe natürlich auch nur eine gute Minute Zeit. Uiuiui, ohne zu springen und ohne den Schleim zu berühren. Wie fies. Also ist schon machbar. Hätte ich jetzt halt keinen Bock, wenn ich das jetzt irgendwie an einem kleinen Pixel irgendwie verkacke, dann nochmal zu machen. Deswegen würde ich dann auf jeden Fall rewinden. Aber wir probieren es auf jeden Fall erstmal so gut es geht in einem Try. Und bisher sieht es ganz gut aus. Und gejinxt. Wir müssen halt nur aufpassen, dass wir es auch im Zeitlimit schaffen. Ne? Ich lasse mir schon gut Zeit gerade. Das war so klar. So, und jetzt stellt euch vor, es ist auf der PS1 und ihr habt so einen Pixel vorm Ende. Habt es verkackt. Da wäre ich jetzt als Kind, glaube ich, hätte ich mir einen Controller aus dem Fenster geworfen. Also nicht wirklich, aber... Yeah! Okay, damit haben wir Zeit. Dann fehlt nur noch Boss und Sammel. Nur das Sammel könnte sich echt als großes Problem rausstellen, weil wir haben gerade mal einen und wir haben schon einen gesehen, bei dem ich überhaupt keinen Plan habe, wie wir da rankommen. Und wo der Boss ist, weiß ich auch nicht. Und wie ich aufs Flugzeug komme, weiß ich auch nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass ich da hoch kann. Oh ja, kann ich wirklich. Und jetzt? Das hat mir gar nichts gebracht, leider. Ich weiß nicht, wie ich da hochkommen soll. Nee. Von dem Trolley aus? Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Boah, hier bin ich jetzt gerade ein kleines bisschen überfragt, muss ich was schon sagen. Wir können ja mal Rex fragen. Der hilft uns doch immer so gern. Wo sind die letzten beiden? Hey, der Schmied-Boss ist auf dem Dach von Zone 7. Er ist in der Nähe von einem Radarturm. Versuche ihn zu erreichen, indem du den Flügel vom Flugzeug runter... Ja, aber wie soll ich denn auf das Flugzeug erstmal hochkommen in the first place? Also, die Idee hatte ich ja. Aber wie zur Hölle? Lass mich nervig. Wie soll ich denn da... Oh, natürlich, vielleicht von dem Helipad aus. Wo war der Helikopter? Helikopter war hier. Ja, okay, da muss ich wahrscheinlich von da oben aufs Flugzeug springen. Ha, Moment. Dann versuche ich das mal kurz zu schaffen, bevor das Flugzeug wieder hier ist. Deswegen habe ich jetzt rewindet, damit wir nicht so viel Zeit verlieren. Damit ich nicht eine ganze Runde von dem Flugzeug nochmal warten muss. Das wäre ziemlich brutal. Okay, mal schauen. Ist das was funktioniert? Falls ja, wäre das auf jeden Fall auch die Lösung, um an alles andere ranzukommen. Nur das Problem ist, das ist ja mit sehr viel Wartezeit verbunden immer, ne? Also ja, ich bin schon mal hier oben. Jetzt ist die Frage, ist hier oben auch? Ja, natürlich ist da noch ein Stück Gepäck. Okay, aber das ist nicht so schwer zu erreichen gewesen. Wunderbar. Okay. Das Springen ist hier ziemlich tödlich. So, dann gucken wir doch mal. Hier ist das Dach von der 5. Ich glaube, da komme ich nicht hoch. Das sieht zu hoch aus. Aber irgendwo müssen noch drei Koffer sein, beziehungsweise einer ist ja hier auf dem grünen Ding, das kennen wir schon. Da würde ich vielleicht nochmal kurz eine Runde warten, weil vielleicht komme ich vom Dach von der 7 auch daran mit gutem Hüpfen. Da, what the fuck? Einfach runtergerutscht, okay?
dann würde ich jetzt nicht runterrutschen, um dann einfach nochmal eine komplette Runde, es sei denn, das ist machbar, das zu nehmen und wieder zurück, aber ist es nicht. Okay, nee, ich bleibe hier erstmal oben. Wir gehen erstmal zum Boss und dann merken wir uns, da ist noch so ein Ding. Und dann sehe ich, dass ich auf das Dach von der 8 noch hoch kann. Da könnte noch einer sein. Aber dann würde uns immer... Oh, das muss so ätzend sein. Imagine auf der PS1, du bist ein Kind und fliegst hier jetzt runter. Und musst dann nochmal die gesamte Runde nochmal neu... Naja, das wäre ja... Das wäre absoluter Albtraum. Okay, hi Boss. Der Schmied. Besiege mich, den Schmied, um ein Pizza Planet Token zu bekommen. Okay, der macht noch nicht so viel. Au! Der macht Stampfattacken. Der macht aber wirklich gar nicht so viel. Oh. Der wirkt jetzt nicht so übertrieben schwer. Selbst wenn ich Hit für Hit gehe. Oh. Krass. Das war ein heftiger Boss auf jeden Fall. Okay, Gewehr. Forge ahead, defeat the blacksmith. Jawohl. So, die Münzen hinten. Kann ich der Vollständigkeit halber von mir aus nochmal einsammeln, aber brauchen wir halt wirklich nicht. Weil wir haben die 50 ja schon gebracht. Ist übrigens auch interessant, dass wir die 50 Münzen dann nicht mal verlieren, sondern sie einfach quasi nur zeigen. Ah, das Flugzeug kommt jetzt gerade wieder. Fuck. Also würde ich die Münzen nicht sammeln, dann könnte ich hier jetzt direkt wieder aufspringen, ne? Boah, und es ist nicht mal machbar, wie fies. Es ist nicht mal machbar, von hier auf das grüne Ding zu kommen. Das heißt, ich muss auf jeden Fall diese ganze Runde nochmal fahren. In diesem arschlangsamen Flugzeug. Eieieiei. Komme ich hier überhaupt wieder hin? Also hoch? Oh oh. So schon mal nicht. So auch nicht. Na, so erst recht nicht. Komm, 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 komm. Das ist jetzt belastend. Wenn ich hier jetzt nicht wieder hinkomme und die ganze Runde nochmal zurück zu Rex gehen muss, also zu dem Trolley, um da wieder hochzukommen, dann haben wir ein Problem, liebe Leute. Dann haben wir ein großes Problem. Oh, fuck. So, von hier muss es doch machbar sein. Ja, ich bin nur zu langsam. Okay. Dann laden wir einmal scheißen auf die letzte Münze da. Okay, kurze Challenge. Vielleicht schaffen wir es auch so. Ich muss doch nur an die Ecke hier, ne? Sehr gut. Okay, dann schauen wir uns mal ein bisschen um. Drei Stück fehlen uns. Von einem wissen wir, wo es ist. Das ist... Ich bin schon wieder runtergerutscht. Ist hier auf der 8-1? Ja. So, dann haben wir es. Und jetzt müssen wir diese gesamte Runde wieder warten. Das ist ja zum Kotzen. Und wir werden die Runde auch warten, weil wir... Alter. Und dann müssen wir eine komplette Runde fahren. Okay, ich gehe zumindest zum Trolley, weil von da weiß ich 100%, dass ich da auch hochkomme. Aber wo ist dann der letzte? Weil klar, der vierte ist auf dem grünen Ding. Kein Problem, easy peasy lemon squeezy. Aber uns fehlt da dann noch einer. Und ich hatte jetzt gerade ehrlich gesagt kein Dach gesehen, auf das wir noch hoch können. Hier manchmal doch noch eins versteckt? Bei der HP? Nee. Okay, das letzte Gepäckstück, ha? Ich will nicht, dass es daran scheitert. Aber ich will auch nicht, dass deswegen der Part 40 Minuten lang wird. Also notfalls schaue ich vielleicht sogar wirklich mal kurz irgendwie in einen Guide oder so, weil... Naja, aber noch haben wir uns nicht fertig umgesehen. Noch ist Hoffnung da und wir wissen ja auf jeden Fall schon mal, wo Nummer 4 ist. Ich bin auch diese ganze Bahn, wo das Ding da lang fährt, noch nicht gelaufen. Ne? Also es kann auch sein, dass einfach hier irgendwo unter uns auf dieser Fahrbahn quasi noch eins ist. Aber gucken wir mal. Auf dem Dach des Trolleys... Moment mal ganz kurz. Habe ich da gerade im Trolley einen gesehen? Ja. Da ist er. Okay. Okay. Wir holen uns aber erstmal den anderen. Aber dann wissen wir, wo Nummer 5 ist. Sehr gut. Muss ich nicht in den Guide schauen. Wunderbar. Wäre auch doof gewesen, hätte ich jetzt nicht gewollt, ehrlich gesagt. Dann hätte ich lieber nochmal einen Cut gemacht und mich umgesehen, um so ein paar zu saven, aber ich wollte mich jetzt nicht noch 40 Minuten umsehen. Ah, habe ich noch Zeit, einen Schluck zu trinken? Ich glaube, ja. Kleiner Tipp. Macht genau dasselbe. Stay hydrated, bitte.
Aber wie lange dieses Level dauern muss, wenn man nicht die Rewind-Funktion hat. What the fuck? Was ist denn da passiert? Ich bin jetzt nach vorne runtergerutscht. Okay. Das war viel zu früh, aber danke trotzdem. Und hello! Gepäckstück Nummer 4. Nehmen wir uns auch ein extra Leben mit, weil wir haben echt viele Leben verloren. Seit wir das letzte Mal welche aufgehoben haben. Und vielleicht schaffe ich es jetzt sogar noch schnell genug zum Trolley zurück, bevor das Flugzeug wieder da ist. Auch wenn ich irgendwie nicht dran... Nee, glaube auf gar keinen Fall. Fuck. Aber komme ich da vielleicht auch anders hin ohne das Flugzeug? Boah, ich muss jetzt ernsthaft eine gesamte Runde warten. Naja, ist okay. Dann kann ich irgendwas Cooles erzählen währenddessen. Ich habe mir vorgenommen... kein Toy Story Marathon zu machen, ist jetzt sowieso schon durch, dadurch, dass ich die ersten beiden Teile ja jetzt schon versetzt geschaut hatte, mal wieder. Aber ich habe mir vorgenommen, dass ich Teil 3 und 4 auf jeden Fall auch noch nachhole. Wie gesagt, Teil 3, vielleicht habe ich den schon mal gesehen, Teil 4 auf jeden Fall noch nicht. Und dann gibt es auf Disney Plus zumindest auch noch ganz viele so wie Kurzfilme, so Specials wahrscheinlich, keine Ahnung, Weihnachten, Grusel, irgendwas. Die will ich alle gucken und ich will auch den Lightyear schauen, den neuesten Toy Story Film sozusagen, der glaube ich die Geschichte des echten Buzz Lightyear erzählt. Das möchte ich alles gerne schauen. Einfach so, weil mir irgendwie danach ist. Es gibt auch noch so eine Zeichentrickserie mit Buzz Lightyear. Die ist leider nicht auf Disney Plus, aber vielleicht komme ich da auch irgendwie ran und schaue die auch noch. Hat mich das Let's Play jetzt so bewegt? Das möchte ich machen. Einfach so der Vollständigkeit halber, damit ich sagen kann eines Tages, ich habe von Toy Story alles gesehen. Ja, ja. Und hier ist Nummer 5. Geil. Okay, der Wagen war hier, glaube ich, beim nächsten in die Richtung. Na, also bei der Nummer 3 war das, glaube ich, da an der Ecke hinten. Ja. Also meine Erfahrung dazu kann ich in dem Let's Play dann leider nicht mehr teilen, weil ich gehe aktuell so ein bisschen davon aus, dass das der finale Part ist. Hey Brudi. Danke dafür, dass du das Gepäck gefunden hast. Hier ist dein Pizza Planet Token. Und jetzt denkt man nochmal nach, aber es dürfte eigentlich der letzte gewesen sein, oder? Denken wir mal kurz nach. Wir haben den Boss besiegt, den Schmied. Wir haben die Sidequest gemacht, das war in der Mitte von dem Hund. Wir haben die Sammelquest gemacht, das war das hier gerade. Wir haben das Rätsel gelöst, das war das mit dem Helikopter. Und wir haben Geld abgegeben. Ja, 5. Also Exit Level. Damit haben wir auch dieses Level abgeschlossen. Vollständig. Nice. Yeah. Das scheint noch nicht das Ende gewesen zu sein, oder? Also mindestens eine Endsequenz quasi wird jetzt noch kommen, aber die Filmsequenzen möchte ich ja aus Copyright-Gründen auf YouTube nicht zeigen. Ja, es kommt noch was. Final Showdown. Okay. Alright, liebe Leute. Vermutlich der Endboss. Wir haben alle 50 Pizza Planet Tokens, wie es scheint. Prospector Showdown. Nochmal gegen ihn. Und warum ist da der Blacksmith? Oh Gott, ist das jetzt ein Boss Rush? Da oben sind Woody und Jesse. Woody haben wir noch gar nicht gesehen. Hi. Oh, jetzt geht's schon. Wir sind in dem Flugzeug drin. Oh Gott. Der Blacksmith, der Gunslinger und der Prospector. Und nebenbei dreht sich noch das Flugzeug. Wir haben zum Glück einiges an Extra-Leben. Oh, weswegen ich mir nicht zu viele Gedanken um meine HP machen muss, glaube ich. Ansonsten rewind ich und restart ich einfach. Okay, der erste ist down. Okay, ich bin tot. Jetzt dürfte ich aber respawnen, alles easy. Ja, dann können wir aber reinficken. Ich mache auch jetzt zuerst den Blacksmith down, damit wir uns den Prospector für den Schluss aufheben. Den Blacksmith haben wir ja gerade erst besiegt. In der Combo ist der auf jeden Fall auch schwieriger hier, ne, der Kumpel. Und damit ist er auch down. So, Prospector. Komm, jetzt ohne zu sterben nochmal. Ja, ja. Reicht mit dir. Au. Yeah. Woody. Well, Stinky Pete, I think it's time you learn the true meaning of friendship. I'm proud of you, Cowboy. Das ist die Platin-Trophäe. Boss defeated. Wir haben es geschafft.
Ich glaube, wir sind durch. Ich glaube, das war das Ende. Ich glaube, das war der krasse, große Final Boss. Ah, unglaublich. Unglaublich, liebe Leute. Bonus Movie Awarded, aber auch das werden wir leider nicht schauen können. Ja, well, Stinky Beat. Bye, bye. Geh mal in deinen Barbie-Rucksack. Game One! Das war's. Congratulations, you have completed Toy Story 2. Dankeschön. Traveler's Tales Credits. Ja, ja. Ah, wunderschön. Liebe Leute, das war's. War kürzer, als ich gedacht habe. Ich dachte, es wird länger. Ich hatte so mit 15 Parts oder so gerechnet. Aber dass wir mehrfach dann auch wirklich mehrere Level in einem Part geschafft haben, das war der Game Changer, glaube ich. Es war cool. Es war cool. Also, okay. Folgendes. Man merkt dem Spiel natürlich das Alter an. Ist gar keine Frage. Stört mich persönlich aber nicht. Besonders dadurch, dass die PS5 in dessen Emulation hier Features bietet, die diese Quality of Life Sachen wiedergibt. Zum Beispiel dieses Rewind. Man muss sagen, normalerweise, wenn irgendwie jetzt jedes Spiel so Rewind hätte, dann wäre das kacke. So stell dir zum Beispiel ein Dark Souls vor mit Rewind. Und du machst einfach einen Bosskampf und dann kriegst du einen Hit und rewindest einfach und weichst aus und dann machst du so einen No-Hit-Run, easy peasy. In jedem Spiel wäre das nicht cool. In so einem Spiel schon. Dadurch, dass du wirklich nicht viele Shortcuts und so dir aufmachst und jedes Sprungrätsel theoretisch neu machen müsstest, weil du einmal abgesprungen bist, abgerutscht bist, weil die Sprungtaste nicht funktioniert hat, weil dich die Kamera abgefuckt hat, weil dich ein random Gegner aus der Luft geschossen hat. Das ist ja doch recht häufig passiert. Und ich muss sagen, ich glaube, ohne Rewind hätte mich das ganz schön frustriert an der einen oder anderen Stelle und wäre locker 4 Parts länger gewesen, weil ich einfach so viel Zeit verloren hätte. Dadurch bin ich daher sehr dankbar. Das ist mein Special Thanks. Ja, aber auch davon abgesehen, sehr cooles Spiel. Also es war ein gutes Collectathon. Es hat den Film definitiv gut gecaptured und das alles sehr gut gezeigt, auch wenn ein paar Sachen waren extra, so das mit den Alleys und Gullies und dem Schleimmonster, so das gab es alles im Film nicht, aber war cool, das ist halt, ne, logischerweise videotechnisch hinzugefügt, Videospiel bedingt hinzugefügt, ist auch gut so, soll so sein, finde ich eine nette Sache. Ja, aber ansonsten, die Level waren abwechslungsreich, sowohl optisch als auch vom Gameplay, war cool, auch mit den Power-Ups. Es gab Gründe, nochmal in alte Level nochmal reinzugehen. Der Soundtrack war cool. Da waren teilweise richtig coole Leader-Level dabei. Ich erinnere an das Western Penthouse und auch das ein oder andere sonstige. Ja. Und genau, man kann hier im Menü auch die ganzen Videos sich nochmal anschauen, wenn man Lust. Achso, Moment, ich muss erstmal. Das vergesse ich immer wieder, wenn ich im Hauptmenü bin. Muss ich erst meinen Spielstand manuell von der Memory Card laden, bevor dann tatsächlich alles verfügbar ist. Confirmed, now loading. Game loaded. So, und jetzt sind wir quasi in unserem Spielstand. Und beim Movie Viewer haben wir jetzt eben auch hier die ganzen Sequenzen. Könnte man sich jetzt also nochmal anschauen. Wie gesagt, aus kopierschutzrechtlichen Gründen habe ich mich dagegen entschieden, das in dem Let's Play mit einzufügen. Ja, und ansonsten können wir halt nochmal auf die Weltkarte zurück. Final Showdown haben wir ja abgeschlossen. Ich finde auch die Optik von dieser Map einfach so cool, wie sich das hier alles so nacheinander so farbig aufbaut in dieser schwarz-weißen Welt. Man muss auch dazu sagen, das, was hier drumherum ist, der Rahmen, das ist ja auch ein Charakter aus dem Film, ne? Dieses Malboard da. Was super cool ist, es ist extrem viel Liebe zu Detail. Das muss man auch einfach dazu sagen. Videospiele waren früher generell sehr viel Liebe zum Detail. Insbesondere, also auch Spiele zu Filmen. So, das ist heutzutage echt gar nicht mehr so, muss man leider dazu sagen. Aber, liebe Leute, wollen wir nicht lange weiter drum rumreden. War ein sehr cooles Spiel, sehr cooles Let's Play. Vielleicht spiele ich sowas in die Richtung irgendwann mal wieder. Es gibt ja auch, gibt auch Toy Story 3 hier, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Und auch noch irgendeinen anderen, habe ich gesehen. Moment. Jetzt habe ich nebenbei Uploads am Laufen, deswegen wird es ein bisschen langsam sein gerade. Genau, aber es gibt Toy Story Mania, keine Ahnung, was das ist, aber eben auch Toy Story
3, den PS3-Teil war das, glaube ich. Der ist nicht mehr von Traveler's Tales, sondern von einer anderen Firma, aber auf jeden Fall eben auch ein Toy Story. Ja, please wait my ass. Das ist gerade so lang. Achso, ja, Uploads, I forgot. Oh, nee, ich kann das sogar downloaden. Das war gar nicht auf der PS3. War das dann auf der PSP oder PS2? Oder, oh fuck, oder wie war das? Moment. Das würde ich mal ganz kurz rausfinden. Aber hier, da spielt man auf jeden Fall mehr Woody. Es gibt auch Sterne zu sammeln. Aha, aha. Okay, interesting. Sieht mir nach PSP aus, so von der Grafik, muss ich sagen. Ja, PSP. Ja, dann downloade ich das doch auf jeden Fall schon mal. Und mal gucken, ob sich das irgendwann in den nächsten Monaten mal anbietet. Entschuldigung. Ah, uiuiui. Aber liebe Leute, das war's jetzt erstmal mit Toy Story 2. Wir sehen uns beim nächsten Let's Play wieder. Als nächstes kommt jetzt was, wo ich mich schon sehr lange sehr drauf freue. Ansonsten parallel laufen gerade auch sehr coole Let's Plays. Also schaut gerne auf dem Kanal mal vorbei. Vielleicht ist noch was anderes für euch dabei. Liebe Leute, bis dahin, macht's gut. Ich bin der Julian und ciao.